Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen am 27. Mai 2018. Duale Seelen und Geheimnisse. Duale Seelen. Was bedeutet überhaupt dieses Begriff Duale Seelen? Seele bedeutet eigentlich untrennlich. Und dual heißt Dualität, also zwei. Und die Seele teilt sich nicht in zwei Teilen. Aber hier bei diesem Dualseelenprozesse passiert etwas. Die Seelen begegnen sie sich und möchten sie sich vereinen in die Liebe, in Partnerschaft. Warum ist es so Besonderes? Weil diese Seelen kennen sie sich von früheren Leben. Und die lieben sich, die vertrauen sich. Aber es ist immer eine Aufgabe, eine Lernaufgabe ist dabei. Wenn das eine glückliche Partnerschaft gewesen wäre in früheren Leben, dann musste das Schicksal das nicht nochmal wiederholen. Und hier ist wichtig, das zum Erkennen. Ist diese Liebe wirklich so stark? Und man wünscht, diese Liebe zu leben, dann braucht man dazu auch die Möglichkeiten. Und oft passiert dann, dass die eine oder andere gebunden ist und die Umstände sprechen nicht dafür. Und hier ist wichtig, auf die Gefühle achten, dass diese Liebe gelebt wird. Was passiert noch bei diesem Dualseelenprozesse? Die Seelen kennen sie sich und die sind vernetzt miteinander. Sie sind verbunden miteinander und verbindet die Liebe. Und die Liebe kennt keine Grenzen, auch kein Zeit oder Raum. Sondern dann passiert dann, ihr denkt auf die anderen und plötzlich klingelt das Telefon und die anderen sagt, ich habe gerade an dich gedacht. Im selben Moment könnten wir auch sagen, ja, ich habe auch an dich gedacht. Oder wenn keine Verbindung da ist, im Tat, in Realität, nur eben in energetischen Ebenen, dann spürt man den anderen. Man weiß ganz genau, ob der andere gut geht oder nicht, wenn man spürt die Sorgen oder man spürt, wenn der andere krank ist. Man spürt auch, wenn der andere glücklich ist. Man spürt auch die Liebe. Es ist im Verbinden, es ist eine starke Verbindung da. Natürlich entstehen dann Sehnsüchte und Wünsche, dieser Traum, diese Vision. Und hier müssen wir beweisen, daran zum Glauben und nicht aufgeben. Und das sind schon diese Dualseelenprozesse. Jeder Mensch möchte glücklich sein, möchte auch eine glückliche Partnerschaft zum Leben. Und heute am 27. Mai 2018 wiederkehrt sich etwas. Die Energie ist so ähnlich wie am 25. November 2017. Das ist fast dieselbe Energie. Es wiederkehrt sich etwas. Natürlich kann auch eine Person wiederkehren in unserem Leben, aber es muss nicht sein. Die Energie ist aber da. Und genau das, was uns am 25. November 2017 beschäftigt hat, diesem Gefühlszustand ist wieder da. Oder die gleiche Thema ist wieder da. Es kommt alles hoch. Was war in diesem 25. November 2017? Ein großes Bedürfnis zum Reden. Über Gefühle zum Reden, über die Partnerschaft zu leben
oder dieses Verlangen nach einer klaren Entscheidung mal aussprechen. Was passierte dann? Man hat sich von diesem Gespräch gedrückt, unterdrückt diesem Gespräch. Die Energie ist wieder da und heute haben wir in diesem 27. Mai 2018 wieder die Bedürfnis, über die Beziehung zu sprechen. Oder verlangen wir eine klare Entscheidung? Oder möchten wir die Wahrheit wissen? Natürlich im Bereich Liebe, Partnerschaft. Und jetzt kommt das Schweigen. Und wir spüren wieder dasselbe Energie. Die Bedürfnis ist wieder da und jetzt wird wieder etwas verschwiegen. Aber es hat sich etwas verändert. Was hat sich hier verändert? Jetzt lassen wir das nicht so ganz locker, sondern wir bestehen darauf, die Wahrheit zu erfahren. Wir bestehen darauf, eine klare Entscheidung zu treffen. Aber kommt dann die Unsicherheit. Die Unsicherheit, soll ich nicht? Vielleicht beendet er das oder zieht er noch mehr zurück, wenn ich das jetzt nochmal anspreche. Aber ich will das wissen. Ich will die Klarheit. Ich will eine klare Entscheidung. Und der andere schweigt und schweigt und schweigt. Und dann kommen Gespräche, die nicht direkt mit den Betroffenen, sondern Gespräche mit anderen. Und so werden wir die Klarheit und die Wahrheit erfahren. Also heute kommen wichtige Informationen. Vielleicht von anderen Personen kommt es. Oder kann auch passieren, dass wir diese Unsicherheit überwinden, kommen, was kommen soll. Und wir fragen direkt nach. Und wir verlangen diesem offenen Gespräch, erstens Gespräche über Gefühle, das nicht im Verborgenen halten, oder man möchte wissen, welche Geheimnisse hat die anderen, was wird hier verschwiegen. Und kommen noch die Entscheidungen dazu. Wir brauchen heute Klarheit, wir brauchen Orientierung und wir wollen Entscheidungen, auch selbst Entscheidungen treffen. Zwar die Unsicherheit ist sehr spürbar, aber dann kann jemand helfen dabei, einen guten Rat zu geben. Oder jemand sagt die Wahrheit und das hilft auch bei Entscheidungen. Oder wir verlangen von anderen, dass die ihre Unsicherheit, Unentschlossenheit überwinden und endlich mal eine klare Entscheidung treffen. Und das ist die Energie, was verbindet die beiden Tage, dieser 25. November 2017, mit dem heutigen Tag, dieser 27. Mai 2018. Handelt sich um Entscheidungen, handelt sich um Gespräche, klärende Gespräche und jemand versucht uns etwas verschwiegen, sagt nicht die Wahrheit. Ich möchte nicht behaupten, dass hier um Lügen handelt, aber das Schweigen ist da, wird nicht alles offengelegt. Wir haben aber die Bedürfnis nach Klarheit und Wahrheit. Jemand hilft aber dabei, einen guten Rat zu geben oder sagt uns die Wahrheit und so können wir selbst dann besser orientieren oder Entscheidungen treffen. Und das war diese geheimnisvolle Aufnahme. Hier handelt es sich um Geheimnisse und das sind die verborgenen Gespräche und das Schweigen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.